Willkommen zurück. Ich habe mir fest vorgenommen, dass wir diesmal nicht alle sterben lassen. Im letzten Moment noch drauf gedrückt. Lagezentrum. Satelliten starten. Ich kriege 100 Kracher mehr im Monat. Ich kriege 2 Ingenieure mehr im Monat. Ein Ingenieur. Dann werden wir jetzt Satellit gestartet. Japan retten. Neues Forschen. So, Titanrüstung gibt es also jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Commander, leider haben einige unserer Mitglieder beschlossen, sich aus dem Rat zurückzuziehen. Das bringt uns in eine schwierige Situation. Nigeria. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Der Rat ist erfreut, dass sich unsere Unterstützung für dieses Projekt gelohnt hat. Wir hoffen, dass die derzeitigen Erfolge erst der Anfang einer dauerhaften Bemühung sind, die außerirdische Bedrohung auszuschalten. Ich habe also Afrika komplett verloren. Asien muss ich hinterher sein. Südamerika. Ne. Europa läuft so momentan wunderbar. Schön ist, wir kriegen mehr Beiträge, Wertung B sogar bekommen. Wir bleiben in Kontakt, Commander. So, dann wollen wir doch mal schauen. Wir müssen jetzt nämlich mal ein bisschen Geld ausgeben. Und zwar Technikabteilung. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Erstmal ganz wichtig. Herstellen Titanrüstung. Zwei kann ich davon nur bauen. Ich möchte aber eine Legierungskanone bauen. Und ganz wichtig, herstellen. Einen Satelliten. Wir haben eben gesehen, wie sehr uns das helfen kann, einen Satelliten am Ende des Monats zu haben. So. Ich brauche aber eine von diesen Kanonen. Immerhin haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns. Man braucht Mumm, um sich so einem Ding zu stellen. So, jetzt können wir eine von den Kanonen bauen. So, diesmal werden wir die Mission überstehen. Diesmal wird alles anders, ich sag's euch. Satellitenabdeckung entdeckt. Japan. Über Japan, genau das, was wir brauchen. Okay, ich bin bereit. Ah, wir haben Laserkanonen am Start. Feind ist anvisiert. Wir nähern uns dem Ziel. Jawohl! Sky Ranger losschicken.
muss hier mal wieder aufräumen. Unseren Chef-Scharfschützen nehmen wir natürlich mit. Dann, wie immer, brauchen wir 2 Sturmeinheiten. Da wir unseren Chefsturm Miss Blow verloren haben, brauchen wir jetzt jemanden Neues. Der einzige, den wir noch da haben, scheint der Herr Lebowski zu sein. Bewaffnung. Er kriegt. Die zusätzliche strukturelle Unterstützung dieses Anzugs erlaubt den Truppen, die erhöhte Feuerkraft, die sie tragen können, voll zu nutzen. Sie werden zudem weniger empfindlich gegen Umweltgefahren wie Feuer sein. So sieht's aus. Ihr merkt schon, jetzt sind wir an einem Punkt gelangt, wo selbst die ganzen Noobs hier richtig zum Chef ausgerüstet werden können. Geben wir noch die Nanofaserweste. Das ist also jetzt meine Rampensau. Er hat jetzt schon 18 Trefferpunkte. Sehr gut. Er kriegt die 2. Titanrüstung. Plasmagewehr. Wir haben also 2 Rampensäue. Das ist alles okay, so. So, jetzt muss ich aber noch Unterstützung mitnehmen. Wow, ich habe auch keine Unterstützung. Ich brauche mehr Soldaten. Nun gut, das ist also unser Team. Wollen wir mal. Und diesmal wird das ein fantastischer Einsatz. Kontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Wieso Russland? Ich dachte, wir waren über Japan. Ich hatte auf Asien gehofft. Finden Sie das UFO, vermeiden Sie möglichst wenig Schaden. Sieht soweit gut aus. Dann wollen wir mal. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. So, kann ich irgendwas sehen? Hier drüben sind abgeholzte Sachen. Hier ist das UFO. Es ist also Nord. Östlich von hier. Feind in Sicht. Das ist doch wohl nicht wahr. Ich habe mich ja noch keine 2 Meter bewegt. Geht schon wieder so los.
Wir hatten nicht mal die Chance, unsere Soldaten ein bisschen in Deckung zu begeben. So, jetzt muss der Herr Lebowski mal zeigen, was er kann. Er wurde ja schließlich als Rampensau hier angestellt. Sehr schön. Ein Schuss, ein Treffer. So haben wir das gerne. Schön, wie die sich jetzt alle hinter dem gleichen Busch hier verstecken. Gut, dass das also nur diese Reparaturdrohnen sind. Die haben wenigstens keine Granaten. Das klang gerade verdächtig nach Sektopod. Ihr wisst noch nicht, was das ist. Aber der Vorsatz, dass wir dann ja hier wunderbar diese Mission locker flockig abschließen können, wäre mit einem Sektopod auch wieder gestorben. Langsam, aber sicher voran. Ist ja schon ein bisschen traurig, dass mein großes Ziel in dieser Mission ist, dass keiner von meinen Soldaten stirbt. Das klingt immer mehr nach einem Sektopod. Na gut, ich hoffe weiterhin das Beste. Ja, ihr könnt mich als übervorsichtig bezeichnen, aber ich will diesmal, dass hier niemand stirbt. Steh! Habt ihr was gehört? Es könnten aber auch Mutons sein. Die Eichhörnchen, die da oben rumlaufen. Wir bewegen uns von voller Deckung zu voller Deckung und lassen hier nichts anbrennen. Aber auch gar nichts diesmal. Nicht mal ansatzweise wird hier irgendwas anbrennen gelassen.
Ja, ich weiß, wo das herkommt. Hört mal. Probieren Sie einfach. Das scheint der Unit zu sein, der geflohen ist. Gehe in Feuerposition. Langsam aber sicher nähern wir uns dem UFO. Das ist diesmal auch tatsächlich das Wichtige, dass wir diese Taktik beibehalten. Langsam aber sicher. Weil wir jetzt natürlich auch mal ein bisschen schneller nachrücken können. Aber eigentlich, wenn ich das richtig sehe, auch nichts los. Ja, ich weiß, ich habe gerade wenig zu sagen. Aber das liegt einfach daran, dass ich diesmal sehr, sehr konzentriert gucke, was hier jeder einzelne meiner Soldaten macht, damit mir nicht schon wieder so ein Murks wie letztes Mal passiert. Ziel bestätigt. Am Start. So, das heißt, alle Gegner, die wir bisher ausgelöst haben, sind damit Waffe ist entsichert. Ist einfach die beste Shotgun. Leider daneben gegangen. Verdammt, Feind lebt noch. In eine bessere Position bewegt. Und natürlich stürmt er weiterhin nach vorne. Aber davon können wir ihn leider gerade sehr, sehr schlecht nur abhalten.
Komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Oh, daneben. Verflucht. Okay, das ist die einzige Chance, die ich noch habe. Negativschaden. Ich hoffe, der greift den Lebowski an. Weil Mrs. Scully hat nicht genug Trefferpunkte. Sie rücken vor! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann das denn bitte sein? Kill bestätigt. Ich habe hier keine Kugeln mehr. Stabilisieren. Mensch, wir teilen alles. Beruhige dich. Vierundvierzig. Nehmen mal den 44er. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Warum treffen die denn momentan nicht? Ziel steht noch. So, den könnten wir jetzt wahrscheinlich kalt machen. Kriegen wir auch nicht hin. Nichts, aber auch gar nichts funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Werfe Granate! Nachschub. Schuss hat nicht gesessen. Ja, 20% war ja auch ein bisschen gewagt. Daneben geschossen! Komm schon, die Rakete muss es jetzt schaffen. Ziel im Visier!
Zumindest, dass er sich zurückziehen will. Schön ist, noch ist keiner gestorben. Erledigt. Alles wieder im grünen Bereich. Bin wieder da. Scully verblutet in 2 Runden. Alles ist gut. Bleib einfach bei mir. Bereit zum Angriff. Bisher ist also tatsächlich noch niemand gestorben. Ich konnte sie alle stabilisieren. Da draußen ist irgendwas. Was war das für ein Geräusch? Ei. Sie muss nach. Geladen und entsichert. Da draußen ist irgendwas. Okay, wen können wir sehen? Was war das? Wir sehen überhaupt nichts. Stille, auch am Mikrofon. Es ist einfach gerade spannend. Ich vermute mal, dass noch eine Dreiergruppe Mutons ist. Was war das für ein Geräusch? Die sich wohl außerhalb dieser hier hinten in dem Bereich befinden müsste. Aber wir gehen jetzt hier überhaupt keine Risiken mehr ein.
Wir sind jetzt im Raumschiff. Wir haben die volle Kontrolle darüber, was wir hier tun. Was war das? Was war das? Feind in Sicht. Aha, einer von unseren Elektro-Yogis. Die haben mich flankiert. Die haben doch überhaupt nichts. Denn du, mein Freund, hast Run and Gun. Das bedeutet, dass du hier hinten hinläufst und die kalt machst. Langsam mal sicher bewegen wir uns dahin, wo wir hinwollen. Diesmal werden wir den Herrn Fornig als letztes bewegen. Hey, habt ihr was gehört? Die Aliens scheinen sich dieses Mal sogar draußen zu befinden. Den bewege ich kein Stück. Und er hier kann dort in Position gehen. Was war das? Feuer frei! Okay, wir haben 3 Mutons. Nein. 41-40, 61-40, 93-30. Wir nehmen den hier. Dem habe ich gerade ein bisschen ein Problem. Komm schon. Oh Gott, was war das denn für ein Schuss? Daneben geschossen. Mhm. 6 Trefferpunkte. Und hoffentlich bewegt er sich so weit in Richtung, dass der andere ihn jetzt sehen kann. Wir müssen mal ein bisschen ein Risiko eingehen. So, und jetzt will er bitte flüchten. Ja,
Oh Gott, der Schrödinger ist tot. Es hat schon wieder nicht funktioniert. Was für Crit-Chancen haben wir denn? Bis zu 6 Schaden. Gott! Das ist nicht gut. Ich kann aus der Distanz nicht treffen. X-Rays rücken vor! Sie flankieren uns! Immerhin hat er eine Titanrüstung, dann ist es nicht so schlimm, aber. Das ist nicht gut. Vielleicht haben wir Glück und der läuft direkt in den Feldposten rein. Alles wieder im grünen Bereich. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Gut aus. Ja. Ein weiterer Sieg. Gute Arbeit, Commander. Ja, gute Arbeit, aber wir verlieren unsere guten Soldaten. Das ist doch wohl nicht wahr. Diese scheiß Mutons. Hier, Monsieur Trips. Kriegt das Schnellfeuer. Das können wir auch gut gebrauchen. Und Mr. Emo. Christy Pryde hat keinen einzigen Kill geschafft. Scully auch nicht. James Lebowski hat einen geschafft. Okay, aber ansonsten waren es alles die alten Leute.
So, dann gucken wir gerade mal. Besucht den Schwarzmarkt. Objekt kann verkauft werden, Objekt kann verkauft werden. Ich weiß, ich sollte wahrscheinlich die Leichen aufbewahren, aber ich brauche, mittlerweile ist es tatsächlich so, ich brauche das Geld. Und ich muss was in der Hand tun. Verstanden. Zurück zur Basis zur Besprechung. Soldaten anmustern. Wir haben momentan, ich finde, müssen wir 11 haben, oder? 11 Soldaten, davon 3 verwundet. Ich habe nur 2 Sturmsoldaten. Das funktioniert so nicht. Zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nun gut, ich würde sagen, das war's wieder für diese Woche mit XCOM. Und vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Woche mal, dass wir eine Mission... Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Dass wir eine Mission ohne Verluste abschließen. Das ist halt wirklich das Problem, dass wir unser Hauptteam, unser A-Team verloren haben. In einer beschissenen Mission. Und jetzt hinterherhängen, weil wir keine guten Soldaten mehr haben. Wenn man sich das mal anschaut, haben wir einen Soldaten mit Auszeichnung momentan, 2. Und wir haben gerade eben noch einen verloren. Ich glaube, ich hatte es noch nie, dass man beim Ehren mal scrollen konnte. Der Hammer. Schlichtweg der Hammer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.